Ein Hallo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed 3, meine lieben Freunde. Weiter geht's mit der nächsten Mission, die etwas weiter jetzt entfernt ist, da wir uns ja im vorigen Part ein bisschen um den Aussichtspunkten gekümmert haben und mit ein paar Leuten bzw. mit Mr. Franklin gesprochen haben. Und ja, deswegen sind wir etwas weiter entfernt. Der uns nebenbei, Mr. Franklin hat uns nebenbei was über Frauen erzählt. Können wir hier rein? Ach, das ist aber schön gemacht. Hier können wir auch untertauchen. Das finde ich schön. Nicht mehr so eine Heuballen oder Heuhaufen. Hier können wir auch rein. Das finde ich schön. Das ist schön gemacht. Ah, da ist ein Brief. Den nehmen wir noch mit. Mit denen müssen wir noch nur reden und das war es ja dann schon. Oh, da ist wieder Hundi. Oh, Hundi. Oh. Finde ich schön. Die Hunde. Ja, sind süß. Auf jeden Fall. So, jetzt hier die Leiter hoch. So. Der kletterte gerade ein bisschen schief, oder kommt es mir nur so vor? Ich glaube, der ist da ein bisschen schief oben geklettert. Na, egal. Oh, da ist wieder so ein Brief auf der Minikarte zu sehen. Oh, das schaffen wir. Das schaffen wir. Den kriegen wir jetzt. Den fliegenden Brief. Ich weiß nicht, was das ist, aber mal gucken. Wo ist er denn? Ah, der ist da. Ganz vorsichtig und raufspringen. Ja, komm. Ah, komm. Wachen. Aus dem Weg! Da ist er! Na, bleib stehen! Gerade komm ich und dann fliegt er schon wieder weg. Oh. Ich weiß auch nicht, was wir... wie wir ihn kriegen. Ob wir mit E den nehmen sollen oder... ob wir einfach den berühren sollen. Ah, einfach nur berühren. Okay, dann komm. Komm, wir machen einen kleinen Kampf. Oh, wow! Der Typ mit seiner Schusswaffe geht mir gerade ein bisschen auf die Eier. Ja, hätte da klappen können. So. Ah, komm. Jetzt aber. Zack. Mmh, yummy, yummy. Und du auch nochmal. Rüber mit dir. Jawoll. Und nimm dies und das. Jawoll. Boah, geil. Aber ich glaube, wir haben hier noch eine Wache. Oh ja. Ja, mehrere Wachen sogar. Das ist, glaube ich, nicht der Einzige, oder? War das der Einzige? Alter! Sind das wirklich alles da unten Wachen, oder? Oh ja. Wir müssen irgendwo uns verstecken. Da vorne wäre zum Beispiel ein Versteck, aber... naja. Oh nein. Das ist nicht gut. Oh komm! Oh, ich glaube, die wissen genau, wo wir sind. Oh ja. Na, ich habe keinen Medikit, glaube ich. Ich bin, glaube ich, jetzt gleich tot. Oh ja. Ah. Oh, scheiße. Das ist gerade über... oh. Die Rettung. Hat mich jemand gesehen? Oh Gott. Alter, das war ganz schön knapp, meine lieben Freunde. Nur wegen so einem scheiß Zettel. Oh Gott, das war wirklich... haarknapp. Und ich weiß immer noch nicht... für was der gerade da war, wegen ich konnte mir gerade nicht so wirklich diese Info durchlesen, die da aufploppte, wo wir uns den geschnappt haben, denn ich war da ein bisschen beschäftigt mit ein paar bösen Jungs, aber das war schon ganz schön knapp. Und nebenbei haben wir eigentlich gar kein Medikit oder so, oder müssen wir das erst kaufen, so Erste Hilfe. Also unsere Gesundheit regeneriert sich auf jeden Fall nach jedem Kampf, also wenn wir nicht mehr im Kampf sind, aber wir brauchen doch noch ein Medikit, wenn wir im Kampf sind, dass wir das dann so schön einsetzen können oder so, naja, egal. Auf jeden Fall können wir, glaube ich, mit den Typen nur spielen. Ich dachte, mit denen können wir auch wieder reden, aber nein. Oben geht's an Grede und die nächste Mission, also werden wir uns nach oben begeben. So, da wären wir auch schon. Da ist die nächste Mission und da können wir wieder mit ein paar Jungs reden. Guten Tag. Wenn ich darf, ihr wecktet meine Neugier wegen Braddock. Ihr kennt euch von früher? Edward war einst einer von uns. Und er war ein guter Freund von mir. Er war tapfer und kühn wie kein Zweiter. Das änderte sich bei der Belagerung von Bergen op Zoom. Die Festung fiel an die Franzosen. Wir traten gerade den Rückzug an. Am Hafen war ein Boot versteckt, mit dem wir die Flucht antreten wollten. Als wir uns näherten, kam ein Mann mit seiner Familie auf uns zu und bat uns, ihn mitzunehmen. Ich willigte ein. Doch Edward widersprach. Der Mann nannte ihn einen Feigling und Edward brachte sie alle um. Sogar die Kinder.
Bis heute weiß ich nicht warum. War das seine erste Gräueltat? Oder hatte ich es einfach nie gesehen? Wie auch immer. Danach war es nie mehr wie früher. Wir zogen noch ein paar Mal gemeinsam in den Kampf, doch jedes Mal wurde es schlimmer mit ihm. Tötete. Freund oder Feind. Zivilist oder Soldat. Schuldig oder unschuldig. Und zwar gleich. Sobald ihm jemand im Weg stand, musste er sterben. Er beharrte darauf, dass Gewalt die wirksamste Lösung sei. Das wurde sein Mantra. Es brach mir das Herz. Das ahnte ich nicht. Er versteckt es gut und schüchtert jeden gewaltsam ein, der ihm auf die Schliche kommt. Wer nicht schweigt, den trifft alsbald ein großes Unglück. Wir sollten ihn aufhalten. Ihr habt wohl recht. Doch ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass er noch zur Einsicht gebracht und gerettet wird. Ich weiß. Es ist sehr töricht, zu glauben, dass ein solcher Missetäter sich ändern könnte. Ich wollte euch nicht betrügen. Es tut mir sehr leid, dass ich davon anfing. Unsinn. Wir sind jetzt Brüder. Zwischen uns gibt es keine Geheimnisse. Was macht er denn eigentlich nebenbei die ganze Zeit mit seiner Hand? Die geht die ganze Zeit zum Oberkörper. Keine Ahnung. Na, egal. Ich hoffe, ihr und der General findet einen Weg zur Versöhnung. Ich hoffe auch. Ich will euch nicht aufhalten, Sir. Ihr habt sicher Wichtigeres zu tun. In der Tat. So, dann wollen wir mal mit den Kollegen reden, denn ich bin die ganze Zeit am Reden und ja, das habe ich zu tun. Das ist sehr, sehr wichtig. Guten Tag, Herr... Nur eine Frage an euch. Warum Medizin? Chirurg. Ich sollte wohl sagen, für das Wohl meiner Mitmenschen, oder? Dass ich diesen Weg wählte, weil ich höhere und edlere Ziele hatte. Ist es denn etwa nicht so? Vielleicht. Doch das hat mich nicht geleitet. Nein, es war ein weniger abstrakter Grund. Ich mag Geld. Es gibt andere Wege zum Reichtum. Ja, doch welche Ware ist teurer als das Leben? Nichts anderes ist so wertvoll. Nichts so heiß begehrt. Und kein Preis ist einem Menschen zu hoch, wenn ein abruptes Ende bevorsteht. Grausame Worte, Benjamin. Doch, sie sind wahr. Ihr habt doch einen Eid geleistet, oder nicht? Ich befolge den Eid, doch diktiert er nicht den Preis. Ich verlange nur Kompensation, faire Kompensation. Für meine Dienste. Und wenn Sie nicht die Mittel haben? Dann gibt es andere, die Ihnen helfen können. Gibt der Bäcker einem Bettler sein Brot umsonst? Fertigt der Schneider Kleider für Frauen an, die sie nicht bezahlen können? Nein. Warum sollte ich? Ihr sagtet es selbst. Nichts ist so wertvoll wie das Leben. Genau. Umso mehr ein Grund dafür zu sorgen, dass man es sich leisten kann. Hast du denn noch was zu sagen, Kollege? Ich muss ein paar Konten prüfen. Können wir wohl später reden? Aber klar. Kein Problem. Aber mit dir kann ich doch bestimmt noch irgendwas labern. Moment, nicht die Mission beginnen. Mit dir will ich reden. Bisher habe ich noch nichts Neues. Ihr werdet der Erste sein, der es erfährt. Das freut mich, Kollege, das freut mich. Sequenz 2 nebenbei, Southgate, infiltrieren. Los geht's, Mission starten. Gentlemen, ich bin überzeugt, ich habe die Lösung für unser Problem. Vielmehr, das soll ich erzählen. Und Sie will? Ein neuer Rekrut? Der griechische Held, du Simpel. Lass mich erklären. Wir dringen Silas vor ein. Getarnt als Gleichgesinnte. Sind wir drin, schlagen wir zu, befreien die Sklaven und töten den Händler. Riskant. Gefällt mir. Dann lasst uns beginnen. Zunächst werden wir einen Konvoi benötigen.
Konvoi sollte bald eintreffen. Angriff auf mein Signal. Verstanden. Machen wir es richtig. Werden wir sie unvorbereitet treffen. Ein gewisser Samuel Adams, Steuereintreiber aus Boston. E drücken, um eine Waffe aufzuheben. Okay. Ganz chillig. So. Und soll ich schon abschießen? War gar nicht, ne? Ich soll einfach warten, bis der einer irgendwer schießt. Bitte entschuldigt, Sirs. Wie es scheint, ist uns hier ein kleines Unglück zugestoßen. Bringt es in Ordnung, aber schnell. Natürlich, Milord. Sofort. Soll ich jetzt schießen, oder? Oh, ich weiß nicht. Ich glaube, ich soll den ersten Schuss machen. Oder? Warte. Beeilt euch! Wir versuchen es. Meine Geduld ist bald zu Ende. Wir tun, was ihr könnt, Sir. Was war denn da gerade los, ey? Das Schwein hatte die Kutsche oder was das da sein soll, total umgerempelt. Na egal, wie wenn man. Entweder schafft ihr den Wagen da weg oder wir reiten hindurch. Bitte. Der erste Schuss ist getan. Attacke! Kameraden, Attacke! Attacke! Und jeder schießt gerade auf mich. Und ich komme gerade irgendwie gar nicht zum Schuss. Na schieß! Na scheiß drauf. Yeah! So viel dazu. So, Kollege. Was steht der denn da? Ich glaube, der ist noch in der Sequenz irgendwie. Naja, so viel dazu. Kein Problem, kein Problem. Charles, ihr und William, ihr seid die Vorhut. Lasst keinen zu uns durch. Was ist mit mir? Ihr und John folgt uns aus der Entfernung und haltet Wache. Ich gebe ein Signal, sobald wir eure Dienste brauchen. Was ihr wissen wollt, der neue Boston Weekly Advertiser. Wir sind hier, um zu helfen, dir und den Gefangenen im Southgate Fort. Befreie mich. Nicht, bis wir da drin sind. Wir dürfen am Tor wirklich nichts riskieren. Dir wird nichts passieren. Du hast mein Wort. Pocahontas. Toby Locke wird morgen am Glockenturm sein neues Fluggerät demonstrieren. Weißt du etwas besser als vor? Wie viele Männer erwarten uns dort? Welche Verteidigung haben sie? Kamera ist ein bisschen gerade. Sir, wir haben Feinde voraus. Sollen wir angreifen? Nein. Lass Jonathan und Thomas das sagen. Wie ihr wünscht. Was ich gerade sagen wollte, die Kamera ist ein bisschen. Ich verstehe, dass du vorsichtig sein. Blöd. So sei es. Warte, die Stimme ist irgendwie total leise. Das kann doch nicht gewollt sein. Leute, sagt mir mal bitte in den Kommentaren, ob bei euch die Stimmen auch immer so leise waren. Ich kann ja ein bisschen Effektlautstärke auf 8 stellen. Vielleicht übertönt es deswegen die Stimme, aber kann ich mir nicht vorstellen. Wegen Standardeinstellungen war, dass alles auf 10 war und... Denn die Stimmen sind so leise, ich verstehe nicht, was es soll. Kein Plan. Überhaupt ist in manchen Games sowieso manchmal öfters gerne die Stimme sehr, sehr leise. Halt! Identifiziert euch! Sehr komisch. Was hat das zu bedeuten? Also das finde ich schon ein bisschen ärgerlich, dass die Stimmen sehr, sehr arg leise sind. Greif den Feind an! So. Sehr schön. Sehr, sehr geil. Auf jeden Fall. Gut gemacht, Leute. Sehr gut. Oh, das ist wieder Hundi. Oh. Sag mal.
Der Hund ist, glaube ich, böse gegen uns, ne? Lasst keinen zu uns durch! Oh, der arme Hund. Jawoll! Super! Sehr schön! Da kommen die nächsten Wachen. Die werden auch gleich mal erledigt. Auf eure Posten! Na, schaffen wir das noch? Nur Bescheid. Seid ihr neu? Wer ist euer Officer? Jetzt geht doch das Gemetzel mal richtig los, oder? Greif den Feind an! Oh ja. Teleport! Würde ich mal sagen, einfach eiskalt Teleport. Oh ja. Alles frei. Dazu sage ich mal nichts. Aber trotzdem ist Assassin's Creed 3 auf jeden Fall ein sehr, sehr geiles Spiel. Ja. Wir sehen einfach mal hinweg von diesem Teleport. Vielleicht war das auch einfach so ein kleiner, ja, Bug. Ich versuche das Spiel einfach mal schön zu reden. Halt! Guten Abend, Gentlemen. Nennt euer Anliegen. Lieferung für Cyrus. Rein dann. Siehst du, ich befreie dich, wie ich es versprochen habe. Wenn ich dir vielleicht erklären durfte. Anscheinend nicht. Lasst sie gehen. Sie wird uns verraten. Nein, wird sie nicht. Wie lautet der Plan? Befreit unbemerkt die Gefangenen. Was ist mit Silas? Er stirbt. Kommt es mir nur so vor, oder sind Signal, wenn ihr bereit seid. Sind die Stimmen doch jetzt etwas lauter? Kann doch nicht sein, dass man wirklich die SFX-Lautstärke ein bisschen runterdrehen muss. Was müssen wir jetzt machen? Einfach weiterlaufen anscheinend, oder müssen wir da rein? Ne, da rein nicht mehr. Das sind ja grüne Markierungen. Sehr nice. Sehr gut. Kriegst einen Keks. So ganz leise. Und ganz geschillt einfach ranpirschen. Gentlemen, wie verläuft die Wache? Wer bist du? Thomas Smith, neuer Rekrut. Er ist letzte Woche aus London eingetroffen. Und soll es mit uns auf Patrouille gehen? Haltung an auf Silas geheiß. Wie? Ich sagte, Halma anders nehmen. Wer seid ihr, dass ihr mir befehlt? Soll ich einfach durchlaufen? Ich weiß es nicht. Ich habe da ein bisschen jetzt gerade Schiss, dass mich irgendjemand entdeckt gleich. Aber noch ist eigentlich alles okay. Ist es feindliche Wache oder ist es freundliche? Ich glaube, der gehört zu mir, ne? Interagieren auf jeden Fall. Kein Danke? Na, sehr toll. Na toll. Nicht mal Danke gesagt, gar nichts. Ist ja auch toll, ey. Ich befreie den Typen und er sagt nicht mal Danke. Oh Mann. Und wir werden gerade entdeckt irgendwie. Von wem wurden wir denn da gerade entdeckt? Ich glaube von den Typen da vorne, ne? Können wir zum Beispiel unentdeckt bleiben, aber bringt nicht so wirklich hier viel. So. Werden wir von den Typen da entdeckt irgendwie? Ah, ne. Ich glaube, das ist hier sicher soweit. Da vorne müssen wir die nächsten Geiseln, sag ich mal, befreien. Ja, Geiseln. Oder die nächsten Gefangenen. Oh. Das war mal wieder knapp. Herr Kollege, geh weg. Geh weg. Geh weg. Ich will keine Drogen von dir kaufen. Geh weg. Ich habe keine Kekse. Geh weg. Kann man den nicht irgendwie reinziehen hier? Ja, passt schon. Der geht ja eh jetzt weg. Glaube ich jedenfalls, hoffe ich jedenfalls. Ich glaube aber, man kann den Typen auch hier reinziehen. Aber
Ich mache das lieber mal so. Oh, wir sind schon bei 20 Minuten, Alter. Was geht denn ab? Vergeht die Zeit schnell. Der Kollege sagt wieder nicht danke, oder was? Mann, Mann, Mann. Ist ja echt nett. So. Oh Gott. Kann man nicht einfach reinziehen hier? Jawohl, kann man. Das ist doch schön. Man kann die Typen hier reinziehen. Das ist schon mal gut zu wissen. So, ich glaube, ich kann jetzt einfach hier weiterlaufen. Hoffe ich jedenfalls. Aber an den komme ich schon... Doch, an den komme ich doch hier vorbei. Einfach so hier. Ja, könnte gut klappen. Ja, schaut sehr, sehr gut aus. Die Kamera ist ja irgendwie schon sehr geil, aber ist ein bisschen nervig gerade, muss ich alles zugeben. Soll ich denn da unbemerkt rankommen? Einfach ins Wasser gehen, oder was? Kann ich tauchen? Da, mit E kann ich tauchen. So. Oh nein. Geh doch runter, geh doch runter. Alter. Der sprang echt gerade gar nicht ins Wasser, ey. Ich warte mal kurz auf den Kollegen damit. Okay, jetzt geht er wieder weg. Was eigentlich überhaupt nicht gut ist, denn... Wie soll ich mich denn da... Oh, ho, ho, ho. So, jetzt guckt er nicht mehr. Ich habe eine kleine Idee. Ich hoffe mal, die klappt. Und zwar nehme ich einfach mal die andere Seite vom Schiff. Und dann klettere ich hier hoch. Wenn es geht. Zumindest ging es bei den vorigen Assassin's Creed Teile auch immer. Ja, geht. Perfekt. Aber jetzt schön aufpassen. So, wie schaut es hier aus? Okay, da ist eine Wache. Da ist auch eine Wache. Dann können wir den nicht einfach runterziehen? Jawohl! Ich habe nebenbei überhaupt gar nicht drauf geachtet, ob... Ja, jetzt habe ich gefailt. Oder? Ja, super. Ah, wir dürfen gar nicht entdeckt werden. Sehe ich da gerade auch schön. Mist! Aber es ist schon so gewollt, aber... Unser Kollege hat sich jetzt gerade ein bisschen, oh Gott, sehr blöd, sag ich mal, angestellt, denn er wollte ja irgendwie nicht mehr runterspringen. Also das war gerade schon ein bisschen, naja, ne? Schon ein bisschen blöd. Na, dann nimmt den. Ganz gut. Jetzt machen wir das alles mal wieder im Schnellgang. Ich weiß ja, wie das jetzt hier abgeht. Hier werden wir noch nicht so wirklich entdeckt. Der Typ da vorne ist, glaube ich... Sehr leicht noch gewesen. Ja. Das sollte kein Problem sein. Hier werden wir erstmal nicht entdeckt. Aber im zweiten ist es da schon ein bisschen schwieriger. So. Aber ich kapiere nicht, warum die Wache gar nichts dazu sagt. Ich glaube, der gehört zu uns irgendwie. Wir befreien einfach mal hier die Gefangenen. Vor seinen Augen. Ja. Auch sehr schön. Naja, mir soll's recht sein, ne? Ich glaube, die sagen auch nichts zu uns, ne? Die sind auch noch friedlich. Aber da vorne geht's ein bisschen mehr ab, sage ich mal. Geh ich mal hier rein. Den können wir ja gleich mal hier reinhauen, so. Und sonst ist hier keine Wache, glaube ich. Na gut. Dann kommt mal raus, ihr Gefangenen. Schön alles im Schnellformat, denn ich weiß ja, wie das alles hier abgeht. Und da ist alles recht noch easy, außer noch beim Schiff. Da muss ich mir noch was einfallen lassen. Wir sind schon gleich bei 25 Minuten, beziehungsweise, ja, dauert nicht mehr so lange. Aber ne, was soll's. Ah, wohin geht die Wache? Kann ich jetzt gleich ein Attentat irgendwie machen? Das wäre richtig geil. Oh ja, oh, ist das geil gemacht. Alter, das ist richtig sexy. Auf jeden Fall. Das sollte auch, glaube ich, so... sein, so wie ich das jetzt gerade gemacht habe. Und jetzt einfach ins Wasser. Und die ganzen Typen dann der runterholen. Von dem Schiff. Die Lande retten. So. Jetzt versuchen wir es mal
zu schaffen hier. Okay, da sind zwei. Da sind zwei. Und ich glaube, die zwei bewegen sich auch immer, oder die zwei auch. Obwohl, die zwei bewegen sich irgendwie gar nicht. Ich glaube, die brauchen wir auch gar nicht so wirklich ausschalten. Dann müssen wir uns nur um die beiden kümmern. Der kommt, glaube ich, jetzt gleich zu mir. Oder auch nicht. Ganz easy. So. Nein, was machst du denn? Gefangene befreien, danke. Mann. Auf jeden Fall gut geschafft. Ich hoffe, die hinter uns bleiben noch ganz chillig und bewegen sich keinen Zentimeter. Und chillen noch auf ihre Erde. Jetzt müssen wir einfach noch wieder weg. Oh, okay, wir haben es jetzt schon geschafft. Cool. Eine einzige Stunde Ruhe, mehr wollte ich nicht. Stattdessen werde ich nach 10 Minuten von diesem lärmenden Irrsinn geweckt. Ich verlange eine Erklärung, und zwar am besten eine gute. Was? Wie ist das passiert? Meine teure Ware freigesetzt? Das akzeptiere ich nicht. Den Schuldigen wird es sicher an den Kragen gehen. Doch erst schaffen wir hier noch Ordnung. Schließt das vor. Tötet jeden, der flüchten will. Ist mir egal, ob er zu uns gehört oder zu dem. Wer sich dem Tor nur nähert, ist tot. War das deutlich? Alter, das geht nie ab. Komm, greif an. Was? Ein Schützling im Begriff, so, wenn sie das um einen nähern. Alter, wie geil, ne? Boah, Hammer. Und Luftattentat, ja, mach mal. Ich übernehme einfach mal zwei hier. Und einfach mal durchrennen. Den Typen sollen wir erledigen. Oh, da wurden wir gerade angeschlagen. Oh, ganz schön wieder. Einfach weiter rennen, einfach weiter rennen. Können wir hier einfach hochklettern? Jo, ja, das können wir. Benjamin, gut, dass ihr bei uns seid. Ich könnte Hilfe brauchen. So. Und zack. Und nochmal kontern. Jawohl. Und den ebenfalls. Kein Problem. Bisschen auch noch mal mit dem Schwert hier, muss auch mal sein. Jawohl. Ich finde die Schwertmoves ehrlich gesagt noch ein bisschen besser, weil er dazu auch noch öfter seine versteckte Klinge benutzt. Das finde ich echt sehr nice. Wer bist du? Ich bin Haven Kenway. Kennst mich nicht. Aber ich glaube, ihr beide kennt euch recht gut. Ich versprach's dir, Cyrus, und ich werde es einhalten. Die Stimmen waren wieder etwas leise, aber naja, kann man nichts anderes machen. Hallo. Mademoiselle. Und was nun? Wir warten. Doch sicher nicht lange, vermute ich. Sequenz 2, Southgate, infiltrieren. Mission beendet, aber ich glaube, ja, wir haben nicht volle Synchronisation, gar keine volle Synchronisation, alles fail gemacht. Super, so wollen wir das doch sehen. Erinnerungen sind synchronisiert, irgendwas, Sequenz 2. Ja, naja, was soll's. Aber wir haben es geschafft, von daher ist eigentlich alles. Mehrere Wochen sind vergangen, seit wir die gefangenen Mohawk befreit haben. Ich hatte gehofft, ihr Anführer meldet sich. Doch leider blieb es still. Meine Männer sind unruhig, wollen wissen, wie es weitergeht. Aber ich habe keine Antwort. Lee allein bleibt unermüdlich, verfolgt selbst die kleinsten Spuren. Er streift durch die Stadt und die angrenzenden Wälder. Er hofft, dass er auf einen der Geretteten trifft. Es war eine Frau bei ihnen. In jener Nacht. Sie hat die anderen in Sicherheit gebracht. Wenn wir sie fänden, bekäme ich meine Antworten.
Ich kann nur abwarten und hoffen, dass meine wahre Mission bald beginnen wird. Oh ja. Was geht jetzt ab? Bob der Baumeister spielt wieder mal mit Sequenz 3 Boston. Sequenz 3 schon, schön. Oh ja, und das ist winterlich hier. Schnee und so, sehr schön. Sieht echt geil aus, definitiv. Oh, sieht das geil aus, Alter. Boah, ich bin gleich am Kommen, ey. Oh, sieht das geil aus, schön, Schnee und so. Oh. Moment, bevor ich den Part beende, will ich mal ganz kurz aufs Dach rauf. Hat sich hier auch was geändert? Ne, die sind... Ja, okay, ein bisschen mit Schnee auf jeden Fall. Okay. Was passiert, wenn wir in Schnee reinstapfen? Kommen denn da Fußschritte? Ah, nicht so wirklich. Das hätte ich doch... Obwohl doch, oder? Keine Ahnung. Also nicht so wirklich. Also das hätte ich mir noch irgendwie gewünscht, dass das da irgendwie noch was mit dem Schnee passiert, wenn man rüberläuft. Halt Fußschritte oder so. Das würde richtig geil aussehen, aber naja. Man kann ja nicht alles haben. Aber trotz dessen sieht es auf jeden Fall schon sehr, sehr geil aus mit dem ganzen Schnee und so. Sehr schön. Definitiv. So, dann werde ich hier mal runter gehen oder springen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Part von Assassin's Creed 3 wieder. Chakalaka. Motherfucker. Bye.